Ich wurde schon wieder unterbrochen. Ah, okay. Entschuldigung, es ist spät und wenn ich rumschreie, ist das nicht so toll. Nee, kein Problem. Einfaches Hintertreten ist einfach. Er hat dich ein bisschen rumgeschubst. Hey, auf welche Seite stehst du gerade? Nee, wer ist derjenige, der hier gerade steht? Ich. By the way, Moment, was heißt das denn? Was heißt das? Außerdem, sind nebenbei. Nebenbei bemerkt, ja. Weißt du, wie ich hier rauskomme? Nö. Ich versuche gerade herauszufinden, einen Weg herauszufinden, aber ich werde blockiert. Du wirst blockiert? Von wem? Ich nehme an, ein anderer Hacker, aber ich bin mir nicht sicher. Ich werde einfach weitergehen und wir werden sicher irgendwas finden. Immer diese Hecke. Ja, ganz schlimm. Wie sie sich in die Spielewelten einhacken. Glaub nicht. Sollte man alle verhaften? So. Boah, irgendwas ist falsch hier. Was passiert gerade? Eine große Google-Übersetzer. Disturbance. Okay, ah, Moment. Disturbance. Verstimmung oder sowas. Veränderung. Okay, Disturbance, ach Gott, das muss ich noch eingeben. Turban C. Störung. Störung, eine große Störung. Das ist weit genug. Wer zum Teufel X. kein hätte Hexer. Keine Nötigkeit zum Vorstellen. Ich möchte nur diese Muffins und ich werde sie haben. Renn einfach. Warum? Frag mich nicht. Mach es einfach. So. Und ich bin tot. Jetzt wirst du ausgemerzt. Ja. Retry. Und jetzt muss man sich immer wieder dieses Ding angucken. Immer diese Hecke. Das geht immer gar nicht. Schlimm. Da! Lies es doch, ist doch Hm? Nee, Allgemeinbildung. nee. Ich kann später hier wieder zurück, ohne dass mich was verfolgt. Und ich glaube. Wahrscheinlich steht eh nur drauf, haha, du bist gestorben, weil Nee. du es lesen wolltest. Nee, da steht schon was vielleicht Interessantes drauf, ich weiß nicht. Ich weiß nicht mal, irgendwas stand da schon drauf, was vielleicht nicht unbedingt wichtig ist, aber vielleicht sollte ich ein bisschen besser springen. Überleben wäre praktisch. Nein. Okay, gut, jetzt weiß ich, wie ich es am besten mache. Vorhin hat es ja geklappt. Hier mache ich. Ja, hier falle ich in die Starren rein. Das ist mies. Das ist mies. Das habe ich nämlich noch Sonst nicht ging es gesehen. dem Kerl noch gut, oder? Ha? Sonst ging es dem Macher noch gut, oder? Och, der hat seinen Spaß hier gehabt. Nein, ich bin nicht drauf gelandet. Bla 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 bla. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich würde mal gerne wieder einen neuen Hintergrund sehen. Den siehst du auch gleich. Als nächstes kommt, dürfte eine Stadt, glaube ich, kommen. Oh ja, ich hab's geschafft. Tadam! Es sieht so aus, dass wir zum Ende des Tunnels gekommen sind und die Wand aus Explosionen plötzlich aufgehört hat. Sie bekam Angst vor meiner Aura des Awesome. Wir werden einfach sagen, das war es. Okay, ihr gewinnt dieses Mal. Wer bist du? Das ist Hexe. Er scheint mit dem Feind zu sein. So, es sieht so aus, als ob du auf der vierten Wand bist. Fourth Wall ist bestimmt auch aus irgendeinem Spiel. Ich glaube, ich habe es mal gelesen, aber. Ich bin nicht sicher, warum.
Ich weiß einfach nur, dass ich es bin. Ja, und erzähl. Ja, du erzählst ihm oder so. Keine Ahnung. Warum willst du diese Muffins? Ein Plan viel größer, als ihr euch vorstellen könnt. Hat es irgendwas ein kleines bisschen mit die Welt übernehmen zu tun? Ja, und? Lame. Wir kommen wieder auf den Punkt zurück. Welches Spiel will nicht die Weltherrschaft? Eben deswegen, das hat er mit seinem trockenen Humor wieder ein bisschen gemacht. Könnt ihr zwei... Can you detect this? Im ist wahrscheinlich irgendwas anderes. Irgendeine Abkürzung, oder? Ja, ja. Könnt ihr dieses zwei zu irgendwas bringen oder so? Ich möchte einfach weitergehen. Sicher. Wie auch immer. So, und jetzt laufen wir wieder zurück und nur wegen dir schauen wir uns jetzt dieses Teil an. Das war jetzt keine Aufforderung, das war nur so als, keine Ahnung, kurzer Gag, schau nach und stirb. Das habe ich wirklich gemacht, als ich Beginner-Mode gespielt habe, zum ersten Mal hier vorbeigekommen bin. Ja, das kannst du ja dann lesen, wenn das Video ist oder wenn die Auflösung gut ist, kannst du es auch jetzt noch lesen. Ich habe es jetzt schon gelesen. Ach, perfekt. Schnell. Ja, weiß ich nicht. Dekandos hat gemeint, die Auflösung ist nicht ganz so toll. Es kommt drauf an, also. So, die ich habe keine Ahnung, wie groß dein Bildschirm ist, aber meiner ist, denke ich, groß genug, um es lesen zu können. Ah, okay. Und jetzt kommt eine Stelle, die hasse ich. Vor allem, wenn du alle Secret Items einsammeln willst, dann ist das schrecklich. Ach du Gott, jetzt fang dir schon mit den Plattformen an. Vor allem da oben ist eins dieser Items. Nein. Na gut, dann eben nicht. Ich konnte Plattformen noch nie leiden. Besonders nicht solche. So, und jetzt wird's lustig. Jetzt müssen wir hier drauf landen. Was denkt sich der Kerl dabei, wenn er sowas erstellt? So, und schon habe ich versagt. Naja, ich könnte den einfachen Weg gehen, aber ich will ja alle Items einsammeln, also nahezu 100% schaffen. Die du damit drin eh abbrichst, weil du aus irgendeinem Grund nicht weiterkommst. Wahrscheinlich. Dann kannst du es gesehen 100% nehmen. Das Problem ist, wenn ich, abbreche, weil es nicht mehr geht, dann kann das auch daran liegen, dass ich nicht alles eingesammelt habe, weil ich meine, es gibt ja Items, die dir die Lebensenergie erhöhen und Items, die dir mehr Skill geben und so. Kann ja theoretisch sein. Kann sein. Wir tun einfach mal so, als ob so wäre. Nein. Da oben ist die nächste Plattform, die geht nämlich genau in die andere Richtung, damit ich die Schatztruhe bekomme. Aha, was ist da so unglaublich Tolles drin? Internets. Ach du Gott. Und ich krieg aber einen Stern, wenn ich hier alle Items eingesammelt habe. Oh, ein Stern. Ein Mario-Stern? Was? Nein, nicht so ein Stern. Das ist... Warum springt der nicht? Warum springst du nicht? Na gut. Ich schaff das. Ich habe bis jetzt alles geschafft hier. Bis jetzt. Weißt du, wenn ich mir gerade darüber nachdenke, kannst du mir ein Spiel nennen, bei dem es nicht darum geht, seine eigene Haut zu retten oder die Welt zu retten? Es gibt Spiele ohne Story, aber... Gut, okay, sowas meine ich jetzt nicht. Ja, ich hab's geschafft. Nein! So ein Arsch! Ich bin auf der anderen Plattform weitergefahren. So ein Mist. Ich hab's geschafft. Nee, okay, dann hätte ich nochmal über die ganzen anderen Plattformen gemusst. Und wir haben 24 Uhr. Wir haben schon 24 Uhr. Ja. Okay, genau jetzt. Ich werde das noch schaffen und dann beenden wir das. Also wenn ich hier rausgekommen bin. Das ist, glaube ich, noch dieser Screen und dann ist es fertig. Immer diese 100%-le. Ja, die sind echt schlimm. Ich bin einer von ihnen. Na, super. Ui,
schafft. Es gibt Spiele, da habe ich das. Also es gibt Spiele, das sage ich, da habe ich meinen Ehrgeiz 100% muss sein, aber. Mist, ich bin nicht gesprungen. Ich weiß nicht warum. Vor allem, ich meine, wenn ich die Internets bekomme, dann kann ich mir vielleicht irgendwie später was Besseres leisten. Zum Beispiel einen Ringplatz. Bist du reich? Naja, einen weiteren Ringplatz. Und dann kann ich noch meine Verteidigung weiter erhöhen. Jetzt geht das eigentlich. Ja, es geht. Ich schaff das. Wenn es irgendwann so blöd wird, sag's einfach, dann beenden wir es einfach so. Ja, nee, das ist eine schöne Abwechslung, mal nicht selbst gequält zu werden. Einfach mal zuschauen. Ich sehe gerade, du machst wieder I wanna kill the guy. Ja. Diese blöde viele Boss, also der Gießer-Boss. Der Gießer? Ja. Wobei, der fand ich eigentlich gar nicht so schlimm. Ja, die Sache ist halt, ich muss noch ein bisschen drin üben, aber trotzdem, ich fand ihn halt. Ich fand ihn. Es ist halt etwas doof, wenn man ewig lang versucht, Sachen auszuweichen, die man einsammeln muss. Okay, das ist natürlich doof. Ich bin von diesen Rubinen ständig abgehauen, bis mir aufgefallen ist, dass man die einsammeln muss. Genauso wie. Nein! Nein! Ich hat's doch schon fast. Ich meine, so ein kleiner Hinweis vor dem Kampf, dass da steht, sometimes you can collect items. Das wäre doch schon genug, um das herauszufinden. Ja, und ich bin zu weit gefahren, fällt mir gerade auf. So. Außerdem musst du wieder den Unterschied sehen. Meine Vorstellung von schwierig, deine Vorstellung von schwierig. 82 Mal bin ich schon irgendwie gestorben. Wieso, was meinst du mit meiner Vorstellung von schwierig? Jemand, der fast jedes Spiel auf dem schwersten Modus spielt, der sieht schwierig anders als ich. Ja, das Problem ist, oder nicht das Problem, ist einfach nur so, dass ich die Spiele schon vorher eigentlich durch habe. Und dementsprechend weiß, was auf mich zukommt. Und wenn das Spiel schon so schwer genug war, dann lasse ich es eigentlich normalerweise gut sein. Okay, jetzt in dem Fall nicht, weil ich einfach Lust bekommen habe, als Dekandos sein Let's Play angefangen hat, auch zu Let's Playen und damit es nicht irgendwie ein bisschen nach Plagiat aussieht. Das Ganze auf dem schwersten Schwierigkeitsmodus. Plagiat? Ja, ich wollte jetzt nicht Nachmache sagen. Plagiat hört sich professioneller an. Du machst doch keinen nach, weil du ein Spiel spielst, das ein anderer gerade spielt. Also zumindest mir kommt es immer so ein bisschen vor, wenn Leute plötzlich anfangen, andere Spiele zu spielen, die große Let's Player gerade spielen, dass sie da versuchen, ein bisschen mitzureiten. Ja, okay. Aber mache ich ja nicht. Und mir fällt auf, ich bin ziemlich wenig in letzter Zeit zu der anderen Plattform gekommen. Das sollte sich ändern. Ja, wenn ich mal gescheit springen könnte und nicht nur einfach auf die Sprungtaste hau und es nichts passiert. Ich bin der Meinung, die Dinger sind zu schnell. Es geht, wenn du perfekt springst. Ja, das ist es ja wieder. Naja, ein bisschen... Darfst du an deiner Perfektion, musst du nicht unbedingt perfekt sein. So, weil ein paar kleine Fehler darfst du machen. Nein? Na komm. Vielleicht soll ich einfach oben stehen bleiben und erstmal die zwei Viecher killen. Die nerven richtig. Da fällt mir ein, bei. Das Spiel hieß doch From the Abyss oder so. Ja. Hast du auch geschaut, ob diese komischen, was weiß ich, Froschköpfe oder so dabei sind? So, Kannst du mal schauen, so, während ich hier rumfaile.
Das denke ich, kann ich erledigen. Tatsächlich, es ist ein DS-Spiel. DS-Spiel? Gerade eben war es doch noch ein GBA-Spiel, dachte ich. Nee, nee, doch, DS-Spiel, hab ich doch vorhin gesagt gehabt. Ach so, ich hab. Also, du hast Gameboy, glaube ich, gesagt. Das hatte ich vermutet. Es Perfekt. gibt zwei Versionen, wie geht denn das? Was gibt's? Es gibt zweimal das Spiel. Irgendwie. Ja, das gibt schon, dass das eine der Remake ist oder so. Ich hab's geschafft! Oder? Ich hab's noch nicht geschafft. Nee. Na! Der letzte Sprung habe ich versaut. Danach. Ich werde wieder reinreden, das tut mir leid. Kein Problem. Ich hätte es auch so versaut, also du bist nicht schuldig. Ich fühle mich aber schuldig. Es gibt es zweimal, einmal für ein DS und einmal für ein GBA, oder wie? Nee, also ich habe zwei verschiedene Coverblätter gefunden. Ach so. Keine Ahnung. Aber beides für ein DS, oder? Ja, irgendwie schon. Ja, das ist manchmal. Da sieht er an einer Stelle es einfach nicht, dass es schon gibt, und dann macht er ein neues auf. So, dann wollen wir mal schauen. Nee, sind nicht daher. Also weder die Köpfe noch die Geister hier. Ey, die sind auch nicht so draus hier. Ich hab's geschafft. Jetzt hab ich's aber geschafft. Die 320 sogar. Nicht schlecht. In einem Fangame hätte dich jetzt ein Stachel erwartet. nein. Also in meinem Fangame nicht, aber in einem. Nein, aber du musst von der Normalität ausgehen. Schlecht halt. Ja. Das stimmt. Ich sollte eigentlich den Weg oben rum nehmen, weil der Weg hier unten ist so schwer. Naja, schwer nicht, aber ist einfach nicht so schön. Ich nehme den Weg oben rum. Drei verschiedene Sachen von Super Mario World gesehen. Einmal die Plattform, einmal die Stachelball-Dinger da. Und die Stacheln, ja. Normalen Stacheln. Ich gehe den Weg oben rum. Ist ein bisschen einfacher. Ja, oder auch nicht. So. Machen wir es uns bequem. Oder auch nicht. So viel zur Bequemlichkeit. Aber es ist noch dieser eine Screen und dann sind wir fertig. Zumindest für diese Zone. Sag mal, hast du eigentlich schon ein paar Fangames von dieser gigantischen Liste der Fangames gespielt? Nein, habe ich noch nicht. Perfekt. Ich würde dir das empfehlen. Also es ist zwar alles schlecht, aber... Es ist lustig, wie schlecht die alle sind. Kumpel, da ist ein Portal. Endlich. Daunting Voice, ja, raunende Stimme wahrscheinlich. Ihr seid angekommen. Was? Das ist ja dunkel. What? Das geht ja Was gar nicht. Geht hier vor? Ein Licht erscheint. Ich bin die führende Stimme. Das Daunting gerade eben hieß entmutigend. Echt? Ja. Okay. hallo. Jeremy. Es lügt, es sagt, es ist die führende Stimme. Aber es war gerade eben, es wurde gerade eben genannt, ach was auch immer. Guiding Boys. Ich habe nicht viel Zeit. Die Dunkelheit wird
bald dieses Portal finden und die Verbindung unterbrechen. Ihr müsst eine Nachricht überbringen, bevor dies passiert. Ich nehme an, das würde gut sein. Lass uns sie hören. Die unbekannte Einheit, bekannt als die Dunkelheit, hat eine Phasenverschiebung, also Distortion ist, glaube ich, die Verschiebung gewesen, ich weiß nicht mehr, erzeugt, was die Welten zusammengemanscht gebracht hat. Als sie das tat, hat sie alle Muffins in eine Welt gebracht. Die Welten sind eine Massen... Konfusion und Chaos und haben nicht die Kraft, sich zurückzukämpfen. Du brauchst uns, um diese Muffins zu bekommen, bevor es dies tut. Korrekt. Keiner weiß, was die Dunkelheit tun wird, wenn sie einmal alle Muffins hat. Aber wir wissen, es kann nicht gut sein. Was macht dich sicher, dass wir diese Dunkelheit stoppen können? Wir sind nicht von einer dieser Welten. Deine Fähigkeit im Kampf gegen die dunklen Einheiten, hast du so unzählige Male bewiesen. Wir haben dich beobachtet. So sind wir also wie die Auserwählten oder die zwei Auserwählten oder wie auch immer. Bis ihr versagt und wir einen besseren finden. Ja. Das ist ziemlich badass, draufgängerisch. Ihr haltet zwei Muffins. Die Dunkelheit will nichts unversucht lassen, sie von euch zurückzubekommen. Seid auf der Hut. Und Jeremy, du hast die Fähigkeit, die Welten zu verändern, die zurzeit gezeigt werden. Behalte diesen Fakt im Hinterkopf. Du kannst Sachen rückgängig machen. Ich habe sowas Ähnliches herausgefunden, aber rückgängig machen? Wenn die Zeit kommt, wirst du wissen, was zu tun ist. Oh, klasse, Prophezeiungen. Im Übrigen, wo sind die ganzen Weltenhelden? Die sollten besser geeignet sein als wir. Die sind alle verschwunden, ich bin sicher, die Dunkelheit hat damit etwas zu tun. Aber genug, ihr müsst nach Süden reisen, dort werdet ihr eine große Stadt finden. Ihr werdet alle Antworten finden zu euren Fragen. Dort alle Antworten zu euren Fragen finden. Hört sich gut an, lasst uns das tun. Ich halte das ja für sehr den Haaren herbeigezogen. Dieses ganze Zeug ist seltsam. Da stimme ich zu. Und was ist dieser Ort? Hast du es herausgefunden? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wir sind gefangen in der Phasenverschiebung selbst. Um es klar auszudrücken, wir sind zwischen Welten gefangen. Ich werde es jetzt einfach verlassen. Ich mag einfach nicht den Gedanken daran. Ich darf noch mal kurz spekulieren, oder? Ja. Ich gehe mal davon aus, dass diese führende, tolle Stimme jetzt irgendwie am Ende dann doch böse ist. Und dann die Muffins von ihr klaut und dann, oh mein Gott, wir müssen die Welt vor ihm retten. Sag jetzt gar nicht, ob es ja richtig oder falsch ist. Einfach sag mir es später dann. Gut, dann sage ich dir später. Also wir gehen jetzt zu Todd Down zurück, laden uns auf, schauen, ob im Geschäft was Neues ist. Nein. Dann speichern wir und... Oh, ich habe vergessen, den Kopierer kaputt zu machen. So. Das passt so schön in die Gegend rein. Monster mit Flügeln und Toads. Das ist... Weiß nicht, wer das ist. Das ist Gargoyle aus Gargoyles Quest für einen Gameboy. Für einen alten Gameboy. Also... Quatsch. Es ist von... Demons... Crest oder so. Das ist... Das hat der Zero Mega Man X mal gespielt. Demon's Crest oder so heißt das Ding. Nicht Quest, sondern... Der Name sagt mir was. Ja, genau. Das hat er mal gespielt. So, und damit würde ich sagen, Schluss für diese Parts.
da wir so viel am Stück aufgenommen haben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es heißt, wir gehen in die, oh nein, es ist keine Stadt, es ist nächstes Level. Die Stadt kommt erst danach. Wir gehen in die staubigen Ruinen. Jo. Tschüss. Tschüss.